Guten Morgen, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum Traders Podcast. Heute am 10.11.2014. Lange ist her, als wir den letzten Traders Podcast gemacht haben, fast oder über eine Woche. Lag allerdings daran, war ein paar Tage in Amsterdam und bin mehr oder weniger liegend zurückgekommen, also sprich krank mit Grippe und alles das, was man sich so mitbringen kann, wenn man in einer Stadt ist, in der es recht kalt ist und außerdem im Flieger dann nochmal runtergekühlt wird. Also ich lag flach die letzten Tage, jetzt geht's aber wieder. Jetzt bin ich wieder fit. Und heute schauen wir uns den DAX an. Der DAX hat die letzten paar Tage eigentlich relativ sich stabil bis leicht positiv entwickelt. Man sieht das hier am Chart. Am letzten Donnerstag nochmal recht starker Move nach oben. Aber dann am Freitag ging es schon wieder zurück. Der Grund, warum es zurückgeht, sehen wir auch relativ schnell, wenn wir auf den Chart blicken. Denn die blaue Linie, die Sie hier sehen, in etwas dicker eingezeichnet, ist die 200-Tage-Linie. Und die ist natürlich, das ist natürlich ein Widerstand für den Markt. Und in einem Abwärtstrend ist es in der Regel nicht ungewöhnlich, dass man zunächst mal den Abwärtstrend beginnt wie hier und dann zurückpoppt Richtung 200-Tage-Linie. Und jetzt gibt es eigentlich wieder so ein bisschen was auf die Hörner. Man sieht, wir haben schon im Hoch dann ordentlich verloren. Das Hoch lag bei 9.400, fast 50 Punkten. Und zum Schluss haben wir dann knapp unter 9.3 geschlossen. Also schon so ein bisschen gab es was auf die Mütze. Nichtsdestotrotz schauen wir uns erstmal die Markttechnik an und dann die Saisonalität. Von der Seite der Markttechnik sieht man es hier an unseren Überverkauft-Überverkauft-Indikatoren. Ja, wir sind relativ weit oben. Wir waren eigentlich auch jetzt seit Beginn dieser Aufwärtsbewegung, seit Mitte Oktober, nicht mehr in diesem überverkauften Bereich. Und das, obwohl das ein Indikator ist, der sehr schnell, der sehr reagibel ist. Insofern haben wir hier tatsächlich doch einen relativ deutlich überverkauften Markt. Also ich gehe davon aus, dass wir jetzt erstmal wieder die Überverkaufszone hier unten ansteuern. Das muss nicht viel werden, das muss auch nicht lange dauern, aber zumindest mal kurzfristig hat der Markt so ein bisschen Rückschlagspotenzial. Wenn man sich die Trendindikatoren anschaut, dann muss man sagen, bis auf die 200-Tage-Linie, die wir noch nicht erobert haben, sieht das Ganze recht gut aus. Man sieht diese blaue dünne Linie, die rot gestrichelte Linie, das sind alles Trendindikatoren. Wir handeln drüber und auch diese schwarz-graue Kombination von zwei Regressionslinien, auch die haben wir, Sie sehen es hier, mit einem Kurssprung überwunden. Und was jetzt ansteht, naja, dieses Gap, was wir hier gerissen haben, in der letzten Woche haben wir schon wieder geschlossen. Was jetzt hier ansteht, ist meines Erachtens so ein kurzer Pullback hier in diese Richtung 9000, der vielleicht 100 Punkte. Aber dann, naja, wie geht's dann weiter? Der Blick hilft hier in Richtung Saisonalität. Man sieht hier die Handelstage 5 bis 22 für den November. Handelstage wohlgemerkt nicht Kalendertage. Wir exkludieren also hier Wochenende. Und natürlich auch die Feiertage, sofern es welche gibt. Und was man hier sieht, heute Handelstag Nummer 6, Handelstag Nummer 7 sind nicht so toll. Der 6. ist noch leicht positiv, aber 7 morgen wäre dann schon wieder so ein bisschen so ein Pfeil nach unten. Also man kann auch aus der Saisonalität so ein bisschen herausnehmen. Man sieht hier Handelstag 5, letzter Freitag war auch schon ein bisschen schwach. Man kann aus der Saisonalität herauslesen, dass wir jetzt so kurzfristig ready sind für einen Pullback. Aber man sieht danach, also so ab Wochenende, vielleicht dann auch nächste Woche wieder, geht es dann so langsam in langsamen Schritten wieder nach oben. Richtig positiv wird es eigentlich erst wieder ab diesem Handelstag 15, wo man sagen kann, hier ist so eine Art Clusterung, also so eine Konzentration von positiven Tagen. Da wären wir also heute noch 9 Tage weg, sprich, das wäre die Woche, die aktuelle Woche plus die kommende Woche, wo wir noch so ein bisschen seitwärts Abwärtsmarkt hätten. Und erst dann zeigt die Saisonalität dann doch relativ klar nach oben für den Rest des Novembers. Also die November-Rallye, ein bisschen haben wir sie ja schon gesehen, aber eigentlich so richtig starten dürfte die ja, praktisch heute in 2 Wochen erst. Das heißt, wir hatten heute noch ein bisschen, oder die Woche noch ein bisschen Konsolidierung, auch die nächste Woche noch ein bisschen Konsolidierung. Man sieht hier mit dem, ja, vielleicht mit dem einen oder anderen positiven Tag dazwischen, aber so richtig bullisch wird es dann erst in 2 Wochen. Dann würde ich auch meinen, kann man langsam aber sicher auch diese Jahresendrallye ausrufen und man könnte dann auch mit Blick auf das Weihnachtsfest sich natürlich nochmal die Entwicklung von hier an, von Ende November bis Dezember anschauen. Das machen wir alles zu seiner Zeit. Letztlich im Moment sind wir am Widerstand, wir sind deutlich übergekauft und haben trendmäßig, man sieht hier unten, das trendmäßig zwar, ja, mehr oder weniger die Kurve gekratzt, aber nichtsdestotrotz sollten wir noch ein kleines bisschen konsolidieren und diesen Markt noch etwas verdauen.
den Kursanstieg seit Mitte Oktober. Und dann schauen wir einfach mal weiter. Ich meine, wie gesagt, der Markt hat gute Chancen, die 200-Tage nochmals zu attackieren oder vielleicht sogar Stichwort Jahresend, Stichwort Weihnachtsrallye nach oben zu überwinden, zu überlaufen. Und dann hat der Markt auch wieder vielleicht sogar Lust, in Richtung 10.000 zu gehen. Klar ist das Bild auch an den US-Aktienmärkten positiv. Auch hier ein ganz kurzer Blick auf meine Marktbreite, die ich Ihnen hier mitgebracht habe. S&P 500 hier, wir haben ein neues Hoch gemacht, neues Allzeithoch gemacht. Marktbreite, die hängt noch ein bisschen. Man sieht es hier, hier ist das Hoch von der Marktbreite, die Magenta-Linie. S&P 500 hängt hier noch ein bisschen drunter, müsste also jetzt nachziehen. Aber auch hier starke dynamische Kursbewegung und ganz ehrlich, ich glaube auch hier gibt es so ein Pullback, kurzfristigen Pullback, aber dann glaube ich auch hier, dass der Markt wieder weiter nach oben laufen kann. Das heißt, für die kurze Sicht bin ich etwas bärisch, rechne ich mit etwas rückläufigen Kursen, aber für die mittlere Sicht, also Richtung Jahresende gesprochen, durchaus bullisch, denn wer weiß es nicht, im Anfang November, Ende der Oktober, Anfang November geht das stärkste Halbjahr an den Börsen los. Das dann reicht bis in den April. Und insofern sehe ich im Moment wenig Gründe, warum es sich jetzt in dem im aktuellen Zeitabschnitt nicht durchsetzen sollte. Also das für die Aktienmärkte, der Ausblick kurzfristig, naja, abwärts, seitwärts, aber mittelfristig durchaus positiv. Ganz sicher gibt es in den nächsten Tagen regelmäßige Updates vom Traders Podcast, denn so oft wird man dann auch nicht krank. Aber wie gesagt, die letzten Tage, es ging einfach nicht, dass ich was mache. Und insofern sehen Sie mal es bitte nach. Aber versprochen, es wird in Zukunft jetzt etwas regelmäßiger diese Updates geben. Bis dann, erstmal alles Gute, Happy Trading und bis die Tage, wahrscheinlich sogar bis morgen. Ihr Heiko Seidel. Tschüss.